Hey ho YouTube und herzlich willkommen zum kleinen Lesestapel-Video von mir. Diesmal hier liegen habe ich Punisher 2 von den Marvel Now Sachen. Den ersten Paperback fand ich eher durchwachsen, war eher so mittelmäßig. Der zweite wird jetzt bei mir entscheiden, ob ich an der Serie dranbleibe oder nicht. Aber der erste Eindruck jetzt hier beim ersten Durchblättern ist eigentlich ganz gut, sieht recht gut aus. Hier war ein Panel, ist recht düster gehalten und minimalistisch der Zeichenstil, der hier ist. Bin ich mal gespannt drauf. Dann habe ich hier liegen Original Sins, Sonderband 3. Hier drin ist die Miniserie Original Sins. Ich weiß nicht, worum es da geht. Da es allerdings der letzte Sonderband so gut war, musste ich den hier auch noch mitnehmen. Bin ich mal gespannt drauf. Kann nicht sagen, worum es geht. Ich werde es halt reviewen, sobald ich es gelesen habe. Und jetzt sehe ich gerade eine Sache, die mich sehr freut. Howard the Duck. Ich wusste gar nicht, dass Howard the Duck hier drin auf, vorkommt. Sehr cool. Aber nur auf zwei Seiten, so wie es scheint. Also ein recht kurzer Howard the Duck-Auftritt. Hat man auch zuletzt gesehen, einen Abspann von Guardians of the Galaxy war der mal wieder ein Auftritt von Howard the Duck, nachdem der letzte Auftritt von ihm seiner eigenen Verfilmung war, die in den 80ern rauskam. Die fand ich als Kind ziemlich cool. Ich müsste das nochmal angucken, zu wissen, ob der gut gealtert ist, der Film oder nicht. Dann habe ich hier liegen die Batman Collection Marshall Rogers. Habe ich das durch ein Tauschgeschäft bekommen. Freue ich mich sehr drauf. Ich mag den Batman aus der Zeit. Das sind aus den 70er Jahren müsste das sein. Und der Zeichenstil ist auch schon sehr gut. Ich finde auch der Batman aus den 70ern ist sehr gut zu lesen. Hier ist das nicht ganz so schlimm, wie es damals teilweise war, wo auf den Kästchen hier oben immer beschrieben stand, was auf dem Bild gerade passiert. In den 70ern wurde das schon weniger, ist aber auch teilweise auch noch vorhanden. Und ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich sehr freue. Ist wahrscheinlich wieder so ein kleiner Backflash an meine Kindheit, wo ich die ganzen Dinger verschlungen habe. Und dann habe ich hier die aktuelle Panini-Vorschau liegen für die Monate Juli und August. Ich werde mal wie immer ein bisschen durchgehen, was es darin jetzt so Nennenswertes gibt. Halt die normalen monatlichen laufenden Serien, auf die ich ja nicht weiter eingehen muss. Die kennt man ja allein schon durch meine Videos, wenn man da nicht drin ist. Dann trotz dessen noch eine Erwähnung wert, Futures End Band 4 und 5. Ich habe bis jetzt hier jedem Band, glaube ich, eine 5 von 5 gegeben. Super geiles Event. Dann startet parallel dazu jetzt die andere Serie, Erde 2 Worlds End, wo man sieht, wie die Erde 2 mit dem Krieg zwischen den beiden Universen umgeht. Freue ich mich sehr drauf. Der wird in vier Paperbacks gefasst sein. Im ersten sind, denke ich mal, sechs US-Hefte drin. Und ist allein schon für Leute, die Erde 2 lesen, sehr wichtig, die Serie. Dann Deathstroke. Ich habe gehört, soll richtig gut sein. Habe immer einen Comic-Kennt-Leuten noch empfohlen gehabt. Tony S. Daniel schreibt und zeichnet es. Und Tony S. Daniel ist halt für mich so der Grund, warum die Serie für mich überhaupt erst interessant wurde. Begnadeter Zeichner, damals schon beim Spawn und wo er überall mitgearbeitet hat, jahrelang für Image Comics gearbeitet, mittlerweile sei er exklusiv bei DC Comics unter Vertrag. Als Autor fand ich ihn bis jetzt immer mittelmäßig. Allerdings haben die Zeichnungen alles rausgeholt. Wenn man sich hier schon so die ersten Panels anguckt, sieht richtig geil aus von den Zeichnungen, freue ich mich sehr drauf und da kann ich vorab eigentlich schon mal eine gute Empfehlung für geben. Dann Gotham Central kann ich auch direkt eine Empfehlung für geben. Hat Ed Brubaker zusammen mit Greg Rucka geschrieben. Ich habe es nicht gelesen, habe aber bis jetzt nur Gutes über die Serie gehört und wird jetzt halt, weil gerade die Serie auf ProSieben läuft bzw. gelaufen ist, ich weiß gar nicht, ob es schon durch ist, nochmal neu rausgebracht von Panini. Richtig cool. Dann Flash Rebirth. Ich habe es schon in meinem Bücherregal stehen, beziehungsweise Comicregal und bringt Panini als halt nochmal raus, weil gerade die Flash-Serie so einschlägt und ist auf jeden Fall für jeden Blick wert, der sich interessiert, was bei Flash so abging vor den New 52. Ist relativ einsteigerfreundlich. Da gibt es halt schon recht viele Charaktere im Flash-Universum. Ist halt alles vor den New 52. Aber ist eine der schönsten Flash-Geschichten, die ich bis jetzt gelesen habe. Dann The Flash Staffel 01 werde ich mir persönlich nicht holen. Ich habe mir die von Green Arrow geholt, die Sachen, die zur Serie rausgekommen sind. Allerdings waren die eher so lala. Deswegen werde ich das bei Flash jetzt nicht nochmal machen. Ja, Red Lanterns ist sowieso eine der besten Lantern-Serien, die zurzeit laufen. Red Hood Megaband 3 freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten hier noch zu empfehlen, mir wurde gesagt, das soll auch richtig gut sein, das Batman Arkham Knight Comic, die Vorgeschichte halt zum Spiel. Allerdings interessiert es mich nicht. Also das Spiel schon, aber die Comics zu dem Spiel hole ich mir nicht. Harley Quinn 4, richtig geil. Batman Superman 4, eigentlich habe ich gesagt, ich bin aus der Serie ausgestiegen. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Dann hier auch noch zu empfehlen, vielleicht Justice League und Justice League of Society. Tugend und Sünde von Jeff Jones geschrieben. Ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich habe es damals gelesen, besitze es aktuell nicht mehr.
Muss man mal reingucken vorher. Dann eine Sache, auf die ich mich sehr freue: Lobo Collection Band 1. Ich habe die Serie damals komplett besessen, besitze sie mittlerweile nicht mehr. Nur vereinzelt irgendwie zwei Hefte noch. Ist ein Pflichtprogramm, absolutes Pflichtprogramm. Der Sinus hatte sich jetzt auf der Comicmesse der letzten noch die ganzen Hefte besorgt. Ich glaube, bis auf das erste hat er jetzt auch so ziemlich alle. Muss man sich holen, definitiv. Das gleiche gilt für Green Arrow, das erste Jahr. Ich habe es nicht gelesen, aber auch wieder so ein Ding, wo ich nur Gutes drüber gehört habe, mich sehr darauf freue. Dann Harlequin Madlove. Kam damals beim Dino Verlag schon mal raus. Man bezahlt für das Heft, ein Heftformat kam das damals raus. Schon mittlerweile recht viel auf eBay. Ich glaube so 20, 30, 40 Euro, irgendwie sowas. Jetzt wird das ganze Ding nochmal als Softcover von Panini und als Hardcover rausgebracht. Ist für jeden zu empfehlen, der auf die Batman Animated Serie damals gestanden hat. Dann die Iron Man Thor Serie. Iron Man teilt sich jetzt mit Thor zusammen eine Serie. Man sieht hier schon die weibliche Thor. Da werde ich jetzt nicht so viel spoilern wollen. Warum sie den Hammer hat, das lässt sich schon so ein bisschen erahnen durch das Finale von Original Sin, was an der Stelle jetzt hier nicht Spoiler. Eigentlich wollte ich bei Iron Man nach der schlechten letzten Serie keine Iron Man Serie mehr lesen. Das bin ich aber so gezwungenermaßen, werde ich da jetzt einsteigen, weil er sich jetzt halt mit Thor eine Serie teilt. Auf die Thor Serie freue ich mich sehr. Die wird auch weiterhin von Jason Aaron geschrieben. Und Jason Aaron, wenn er eins kann, dann ist es Thor schreiben. Dann geht halt das Event der Tod von Wolverine auch weiter, was mich jetzt nicht so sehr interessiert. Spider-Verse geht weiter, was bis jetzt mir auch richtig gut gefällt. Da kommen halt auch etliche Sonderbände zu raus. Genauso wie zu Axis kommen auch Sonderbände raus. Bei Axis werde ich mir jetzt die Sonderbände nicht holen. Da werde ich echt nur die Hauptserie machen. Und ja, das reicht mir da. Dann Thunderbolts, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich lese es nicht. Fantastic Four kriegt auch eine neue Serie, beziehungsweise kommen auch noch Klassikmaterial zu da raus. Und Deadpool vs. Hawkeye. Alles Sachen, die ich mir nicht holen werde. Ant-Man kriegt das natürlich jetzt auch, wird das auch ein bisschen mit den Comics gepusht durch den Kinofilm, der jetzt kommt. Deswegen natürlich die offizielle Vorgeschichte, der Megaband mit der Serie, die zuvor spielt und die aktuelle Serie dann. Ich werde mir nichts davon holen, da Ant-Man kein Charakter ist, der mich besonders interessiert. Mit den Guardians, die haben mittlerweile auch recht viel im Programm. Da kommt jetzt der zweite vom Rocket Raccoon raus, der absolutes Pflichtprogramm ist. Von Star-Lord kommt auch der zweite raus, den ich mir definitiv nicht holen werde. Ich fand den ersten nicht so gut. Und der sechste Band von den Guardians of the Galaxy der regulären Serie. Dann war es das, glaube ich, auch schon mit nennenswerten, also aus meiner Sicht nennenswerten Marvel-Erscheinungen für die beiden Monate. Und bei den Independent-Krams dieses Mal für mich gar nichts dabei, wenn ich das beim ersten Durchblättern richtig gesehen habe. Ist das nichts Besonderes, weil was mich interessiert. Für den einen oder anderen Star Wars-Fan ist vielleicht noch interessant, dass sie jetzt die Marvel-Comics zu Star Wars starten. Ich werde es selber auch nicht mitmachen. Ich mag zwar die Filme, aber von den Comics muss ich nicht auch noch lesen. Da lese ich einfach schon genug Comics. Doch noch zu empfehlen ist dann noch Sex Criminals, der zweite kommt raus, und Spawn die 112. Turtles die 7, da habe ich jetzt die Bände, Band 5 muss ich noch lesen, habe ich hier liegen. Band 6 habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Und das war es eigentlich auch schon großartig an Independent-Programmen, was nennenswert ist aus meiner Sicht. Simpsons Comics wie jeden Monat. Und das war es auch mit der Panini-Vorschau für diesen Monat. Das war's, Jungs und Mädels. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.